So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu den weiteren Dorfwertungsfolgen. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Part 44 oder so in der Art und wir haben immer noch eine ganze, ganze Menge vor uns. Und ich hoffe einfach mal, irgendwann wird die Liste auch mal ein bisschen kürzer, wobei sie ist ja schon wesentlich kürzer geworden. Im Gegensatz zu früher, da bin ich ja wirklich nie weitergekommen. Und ich würde sagen, um keine Zeit zu verlieren, machen wir direkt gleich los und einer meinte, ja, von mir trotzdem noch ein bisschen Zeit nebenbei, einer meinte noch, ja, wie lange ich denn das eigentlich machen werde, diese Bewertungen. Den werde ich dann im Kommentar auch noch beantworten. Das habe ich bisher nur gelesen gehabt, aber noch nicht beantwortet gehabt. Und ja, meine Antwort wird darauf lauten, solange wir eigentlich Dings gefordert werden. Bewertungen. Und ich sehe, hier ist kein neuer. Das heißt also, wir können direkt mit der Liste weitermachen. Also keiner, deren Clan gewechselt hat. Zumindest sehe ich das jetzt so. Und Luchados, den kenne ich auch irgendwoher, oder? Und da, das muss ich ganz kurz beim letzten gucken. Welchen wir da genommen hatten. Wer der letzte gewesen ist. Und zwar Mager XD von District X. Okay, bin ich also doch richtig. Kommen wir zum Clan Luchados. Und derjenige, da ist derjenige Mega Muffin drin angeblich. Und da ist er. Anführer, Alter, er hat richtig krass gespendet und nur so wenig erhalten. Soll es auch ein bisschen mehr fordern, damit andere auch spenden können. Hat 6600 Truppen bisher gespendet. Ja, solltest du auf jeden Fall tun. Andere möchten natürlich, wie gesagt, auch spenden und das Achievement auch irgendwann mal haben. 160 Hindernisse, Level 59, 4,4 Millionen Gold. Ja, und wie gesagt, solange Leute bewertet werden wollen, werde ich das auch tun. Aber später wird es sich wahrscheinlich auf ein Part pro Tag reduzieren. Wenn ich dann nur noch so, keine Ahnung, 10, 20 Leute zu bewerten habe. Ich denke mal, das ist auch ganz in Ordnung. Gut, dann fangen wir damit mal an, zu sagen, dass die Sammler wirklich für den Arsch stehen. Also das ist ja, weiß ich nicht, was das für eine Basis sein soll. Du farmst zumindest, ja, weiß ich nicht, also du hast zwar die Lager hier drin. Also ich kann dir sehr, sehr empfehlen, das Dorf mal ein bisschen umzubauen. Du hast zumindest eine Farming Base, als Rahmen, hier draußen steht. Und du gibst anscheinend nicht unbedingt viel auf die Ressourcen, weil alle Lager draußen stehen, alle Sammler sehr nah aneinander. Und auch die Magetürme, na gut, hier an die Lager könnte man natürlich rankommen. Nicht ganz so leicht rankommen, aber selbst wenn man, ja, das ist recht einfach ranzukommen, sage ich mal. Die Mörser kaputt machen, kann man alles mit Bogenschützen machen, das ist ja glücklicherweise. Die beiden Magetürme und die Bogen und die Mörser kann man easy mit Bogenschützen kaputt machen, die stehen ja so nah dran. Und dann kommt man halt easy an die Ressourcen ran, weil der Minenwerfer nicht mal checken wird, dass hier das Goldlager, zumindest das Elfergoldlager auseinandergenommen wird. Sehr, sehr schlechtes Design, muss ich sagen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, du bist Rathaus Level 8, gönnt man sich ja sonst nichts. Level 3 Mauern, Level 5 Mauern hier standardmäßig und ja, solltest du definitiv mal eine neue Basis suchen, weil die ist schlecht, finde ich. Die ist einfach wirklich schlecht, anders kann ich es nicht sagen. Tut mir leid, wenn das vielleicht hart für dich klingt, aber das ist halt die Realität. Und ich glaube, an den Angriffen, die du bisher bekommen hast, solltest du das auch merken, dass du so viele Ressourcen jedes Mal verlierst und dein Dorf nicht wirklich gut geschützt ist. Tja, ansonsten, tja, zum Design kann ich sonst nicht viel sagen, also, such dir eine neue Basis, such dir ein neues Design und werd dann glücklich hoffentlich. Die Magetürme beschützen auch jeweils immer nur ein Lager, gut, der zwei Lager hier zufälligerweise, okay, der auch, aber, wie gesagt, mit Bogenschützen wären die easy weg und dann hätten sie keinen Schutz mehr für die Lager und außerdem stehen die Minen hier so weit draußen. Das, ja, wenn du mal nicht da bist oder keine Ahnung, 10 Stunden nicht da warst, dann klauen die dir alle Ressourcen unterm Arsch weg und das ist ja auch nicht so Sinn der Sache. Gut, dann kommen wir zu Black Change im Clan 9mm. Da hat jemand zu viel Actionfilm wahrscheinlich gesehen oder, ja, was weiß ich. Gut, gucken wir an. 21.000 Pokale meinte er letztens. Das könnte durchaus der hier sein. Und der Black Change, mal gucken, ob wir den hier drin finden. Black Change, Oscar der Große. Leider sehe ich hier noch kein Black Change, aber es gibt da bestimmt noch mehr Kläne davon. 21.000. Nee, bist leider also nicht mehr drin, so wie es ausschaut. Ich gucke hier ganz kurz nochmal nach. Das ist der einzige Clan, der von den Pokalen her stimmen könnte. Ist natürlich auch schon weichen her, wobei es auch gar nicht so lange her sein kann, glaube ich. Black Change, du kannst gerne mal deine neuen Clan posten, wenn du einen hast. Und ja, sonst kann ich dich leider nicht bewerten. Schade, schade. Die Zerbrecher und da ist ein Matthias drin. Schauen wir mal, ob der Matthias noch drin ist. Kann man aber auch immer so sehen, ob die Leute, da ist er, Clan jumpen oder ob sie mal drinnen bleiben. Weil ich glaube, so die Daten sind so etwa 3 Wochen alt, sage ich mal, dass die Leute sich da eingetragen hatten. Und dass sie nach 3 Wochen dann schon aus dem Clan wieder raus sind, schon erstaunlich. Gut, Level 54. 366 Hindernisse entfernt, 20,6 Millionen Gold gefarmt. Spielt also schon ein Weilchen.
Hat Rathaus Stufe 7. Die Mauern sind schon mal zumindest sehr gut geupgradet auf 6. Ist schon mal so ein guter Standard. Da sind die Teslas drin. Da und hier hinten. Allerdings, ja, auf Rathaus Level 7 könnte man halt Level 7 Mauern machen. Da hast du, soweit ich sehe, noch keine von. Aber zumindest sind die Magetürme auf jeden Fall schon mal gut. Stehen schon mal gut da. Der verteidigt 3 Lager. Oh, die sind alle wirklich voll. Krasse Sache. Möchtest du mir was abgeben davon? Ich nehme alles gerne. Gerne nehme ich alles. Und der hier verteidigt halt das Dunkel-Elixier-Lager. Plus dieses Goldlager. Das heißt also, die Ressourcen sind schon mal so ein bisschen geschützt. Die Mörser natürlich wieder im Dreiecksformat, logisch. Ja, gut. Verteilt drumherum um die Basis. Das heißt, jetzt die Gegner können ein bisschen erstmal da hinten die Einheiten setzen. Finde ich ganz in Ordnung. Allerdings, ja, doch, das Armeelager ist auf Maximum. Mensch, ich kann ja gar nichts bemängeln hier. Doch, die Kaserne. Findet ja immer was zu bemängeln, logisch. Muss ja sein. Sonst wäre es ja doof, wenn ich jemanden bewerte und der einfach alles fertig hat. Das wäre uncool. Das ist nicht toll. Ja, seine Kasernen sind alle auf Level 8, außer auf einer, die ist Level 9. Kann ich dir vielleicht auch noch ein bisschen empfehlen, die abzugraden. Wenn du gerade ein paar freie Bauarbeiter hast und so wie ich sehe, hast du gerade keine. Du hast ein, zwei, drei Bauhütten hast du. Das heißt, drei Bauarbeiter. Eine ist hier bei der Tesla. Die andere bei der Luftabwehr. Und das dritte Ding ist hier am Lagerausbau auf Level 10. Also ganz in Ordnung. Lass dir ruhig Zeit, die Kasernen. Ja, oh, die ist Level 6 sogar nur. Habe ich mich dann glatt verguckt. Okay, Level 8, Level 8, Level 6 und Level 9 Kasernen. Ja, und die Kanonen kannst du auf jeden Fall auch noch upgraden auf Level 8 auf dieser Stufe, soweit ich weiß. Ja, ansonsten sieht das gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Gutes Design, muss ich sagen. Es ist recht stabil. Die Mörser verteidigen zumindest schon mal alle, fast alle Mauerpartien hier unten. Ist so nicht unbedingt verteidigt, aber ja, ich glaube, das kann man trotzdem noch so durchgehen lassen. Sollten sie an die Ressourcen ran wollen, dann werden sie sowieso in die Mörser-Range kommen. Gutes Design, also Leute, wenn ein gutes Rathaus 7 Basis sucht, Farming Base, kann man durchaus diese nehmen. Das finde ich gar nicht schlecht, gibt natürlich auch sehr, sehr viel andere. Aber die hält, glaube ich, auch ein bisschen was aus. Gut, den Namen muss ich kopieren, weil das sind teilweise Namen, da kriegst du das Kotzen. Okay, jetzt müsst ihr es haben. Gut, das ging noch, sage ich mal, aber es gibt noch ein wesentlich schlimmere. Und derjenige heißt, da ist er ganz unten, X-Section. So wie es ausschaut, hat er mir mal den Clan neu genannt, weil er ist ja neu in dem Clan hier drin. Oder ist mal gegangen und kommt dann wieder. Hat auf Level 32 11,3 Millionen Gold gefarmt. Leider noch keine Drachen. 167 Hindernisse entfernt und gerade mal 49 Sterne auf der Kampagnenkarte. Empfehle ich dir auf jeden Fall, die zu machen. Mach die Kampagnenkarte, die ist recht einfach mit Bogen und Barbarenschützen, Bogen und Barbarenschützen, Barbaren und Bogenschützen mal zu meistern. Hier hast du ja, ja, selbst wenn die Level 2 oder Level 3 oder, ja, Level 3 sein sollten, solltest du durchaus die Dings schaffen können. Du bist ja Radstufe 6. Also höchstwahrscheinlich Bogenschützen, Stufe 3. Genau, auf Stufe 7 müsste dann mal Stufe 4 Bogenschützen haben. Ja, du warst schon eine ganze Weile nicht mehr da. Deine. Oh, eine ganze Stunde warst du nicht mehr da. Deine Sammel sind sehr unausgebaut, muss ich sagen. Dafür, dass der Rest schon ziemlich. Naja, ein bisschen weit ist, sind die Sammler gar nicht so weit vorne. Vielleicht könntest du dir auch upgraden, wenn du mal wieder freie Bauhütten hast. Du hast eine. Da unten ist der zweite. Du hast noch zwei Bauhütten. Hast du schon süßer... Ne, okay, hast doch keinen süßer Sieg. Würde ich dir auch empfehlen, einfach mal hochzugehen, ganz kurz mit dem Pokal auf 1250. Dann hast du 450 Gems bekommen. Und davon solltest du dir eigentlich deine dritte Bauhütte kaufen können. Mit den ganzen Hindernissen und so weiter sollte das durchaus möglich sein. Ja, ansonsten sieht es gut aus. Zwei Lager werden verteidigt, zwei Lager werden fast verteidigt. Und die Mörser beschützen auf jeden Fall das komplette Dorf. Das heißt also, egal wo die Gegner angreifen, sie kriegen, oder an den Mauern zumindest, sie kriegen einfach einen Mörserschuss in die Fresse. Ja, Kasernen-Upgrade der gerade empfehle ich auch. Bin ja ein Kasernen-Junkie. Ich habe upgrade die gerne ganz nach oben. Und ja, der Schade-LP, soweit ich aber weiß, ist der in meinem Clan. Da ist er nämlich. Der hat hier noch weiße Rose drin stehen. Ich werde aber trotzdem mal, weil ja mehrere Namen sein können, mit dem gleichen werde ich trotzdem mal ganz gut nachgucken. 20 mal 14.000 Pokal, das ist durchaus der. Wahrscheinlich ist der Schade LP rausgegangen und ist dann halt zu mir gekommen. Ja, wird mit meinem Clan sein. So, dann gucken wir uns ihn mal an. Er ist Level 75, 98 Millionen Gold gefarmt, 834 Hindernisse und 143 Sterne auf der Kampagnenkarte. Also auf jeden Fall ein, wie heißt denn das Wort?
Ein gewinnbringender Member für unseren Clan ist schon nicht schlecht, finde ich gut. Er hat auch schon X-Bögen, das heißt also verteidigungsmäßig sieht er auch ganz nice aus. Da gucken wir gleich mal die Lager an. Hier werden drei Lager verteidigt, hier werden zwei Lager verteidigt, drei Lager verteidigt und ja, zwei Lager sage ich mal, also, ne, drei sogar. Ich hätte auch noch eins. Okay, wir haben auch drei. Oh Gott, wie viele Lager hatten wir? Ich bin gerade etwas verwirrt. Hier zwei. Hier drei. Hier zwei und hier auch nochmal drei. Okay. Also auf jeden Fall, die Dings sind sehr gut platziert. Die, auf jeden Fall finde ich dieses Design gar nicht schlecht, aber ich glaube, es verrate es 9, ne? Aber bin ich ja irgendwann bald. Ich glaube aber. Ach, es ist genau. Ich glaube, ich screame das einfach mal. Vielleicht kann ich es ja irgendwann mal nachbauen. Vielleicht gefällt es mir besser sogar das andere Design, was ich mir bisher gespeichert hatte. Weil so schlecht sieht das gar nicht aus, muss ich sagen. Ja, 2x-Bögen sogar in Bodenlüfterverstellung. Ja, die Lager sind recht gefüllt, muss ich sagen. Also die haben jeweils 500.000. Das sind, ja, etwa 2 Millionen. Und bei ihm schläft eine Bauhütte. Das ist ja unfassbar. Eine Bauhütte schläft hier, drei sind in Benutzung. Durchaus könntest du auch mal die Kaserne upgraden, wenn du schon eine Bauhütte noch frei hast oder was weiß ich, Traps, vielleicht hast du hier bestimmt auch noch irgendwo Bomben. Na gut, die kosten 1 Million, das ist schon ein bisschen teuer. Die meisten zumindest, okay, hier hat er sogar schon eine Level 5 Bombe und hier oben auch nochmal, also er hat schon ein paar Traps geupgradet. Allerdings wird hier noch die Kaserne und noch eine Kaserne und noch eine Kaserne, mein Gott, Leute. Und eine Kaserne hat er schon auf 10. Eine hat er schon auf 10. Die anderen allerdings auf 7. Empfehle ich dir auf jeden Fall, die abzugraden. Auch halt für den Clan-Krieg. Dann kannst du für uns schneller Drachen machen, beziehungsweise halt schneller Drachen machen, um dann einen zweiten Angriff zu starten. Ja, ansonsten finde ich die Basis gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe sie mir gescreent. Heißt, so viele Basen screen ich mir nicht. Das heißt also, die muss wirklich schon gut sein, dass sie mir gefällt. Und da werde ich mal ganz kurz deinen Clan auswechseln. So. Oh Gott. Schon wieder so ein Name, den wir nie im Leben ausschreiben werden kannst. Oder aussprechen, ja, aussprechen kannst. Gucken wir mal. Fius LP 46. Wie soll ich ein bisschen bitte selber schreiben? Kannst du vergessen. Gut, dann schauen wir mal. Fius 6 ist das, genau. Fius 6 Mitanführer ist ein recht inaktiver Clan, sag ich mal, weil die haben, ist ja schon Ewigkeiten diese Season. Und die haben kaum was gespendet. Mhm. 479 Hindernisse, 81,5 Millionen Gold auf Level 61. Hat bestimmt eine ganze Menge Bauhütten. Hat bestimmt irgendwo in diesem Schutthaufen dort eine ganze Menge Bauhütten, das glaube ich. Allerdings können wir ihn jetzt leider nicht bewerten, weil Put. Schade. Gut, dann gucken wir beim nächsten Mal dann rein und bei der nächsten Aufnahme schauen wir mal, je nachdem wie weit die entfernt ist. Und dann gehen wir zum kleinen Bayern-Star. Und da soll ein Gangsterhut drin sein. Gangsterhut mit H-O-O-O-D und ganz lang gezogen. Und da haben wir noch einen Gangsterhut. Bist du hier drin? Ach, scheiße. Gut, wir haben ja noch einen. Da ist er vielleicht. Nee, auch nicht. Da ist ein Gangster höchstens drin. Aber leider bist du hier nicht drin, Gangsterhut. Gerne mal in die Clan, in die Kommentare deinen neuen Clan posten. Dann kann ich die auch gerne bewerten. Ja, 3672 und da ist der S drin, ne? Der Ass, Level 100, oh, der ist schon, glaube ich, gut. Level 100 spielt schon eine ganze Weile, 1066 Hindernisse entfernt und ja, hier fehlt trotzdem noch Achievements. Das heißt also, es dauert eine ganze Weile, ja, alle Achievements zu kriegen, aber ist ja auch so, ist ja, muss ja ein bisschen Anreiz sein. Aber zumindest hier oben hat es schon mal fertig. 225 Millionen Gold, das heißt aber wahrscheinlich schon alles Level 8 Mauern. Ja, fast alles Level 8 Mauern. Hat zumindest schon mal 3x-Bögen auf Stufe 2. Hat einen Radius Level 10. Hat einen Radius Level 10, okay. Ja, eine Bauhütte schläft verständlich auch bei den Preisen. Drei Bauten schlafen, also insgesamt vier Bauten schlafen. Das heißt, er baut gerade nichts aus. Hat aber auch komplett leere Lager. Also ich weiß nicht, ob er noch spielt oder nicht, weil, okay, er war vor 4 Stunden mal online und hat die Dinger geleert. Ja, ansonsten, ja, es hat ein Radius Level 10 Basis. Bisschen zu viel hochgegangen. Aber seine Magiertürme beschützen zumindest schon mal die Lager. Yay! Ja, und die X-Bögen halt auch alle Boden-Luftabwehrstellung. Ne, die nicht. Die sind beide Boden. Das sieht man schon in der Range. Aber das Ding hier hat Boden-Luftabwehrstellung. Hat wesentlich weniger Range und es zeigt dann nach oben. Die beiden sind so. Ja, nicht ganz so steil nach oben gewinkelt. Hier ein Entfernturm. Okay, beide Entfernturm den gleichen Modus. Und zwar. Mehrere Ziele anzugreifen.
Boden und Luft, 600 dunkles Elixier als Ladekosten. Kann man eigentlich irgendwo sehen? Ah doch, hier ist diese Leiste für das dunkle Elixier. Das heißt, zur Hälfte etwa ist es noch voll, würde ich sagen. Und hier bei den X-Bögen, ja, ist noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Schöne Basis, definitiv. Sehr, sehr zäh, aber wie gesagt, Level 10. Ich glaube, du bist ein... Ja, wir natürlich schon Level 9 Mauer. So viele noch auf Level 7, aber er macht schon Level 9 Mauer. Du bist ein bisschen zu früh hochgegangen. Ich glaube, das weißt du aber selber. Ob dir das was gebracht hat, ich weiß es nicht. Zumindest hast du schon mal drei gute Bohrer. Level 4, Level 4 und Level 4. Das sind immerhin 60 pro Stunde. Das sind 180 pro Stunde, 720 Kapazität. Also eine ganze Menge. Da kannst du auf jeden Fall deine Helden schon mal ziemlich aufrüsten. Die dabei schon Level 11 und Level 10. Ja, schöne Basis. Allerdings, wie gesagt, ein bisschen zu früh hochgegangen. Die Basis ist dann nicht so attraktiv für mich zum Nachbauen. Weil bis ich gerade Level 10 bin, vergehen, glaube ich, noch ein paar Monate. Ja, Luftabwehr solltest du noch upgraden. Auch wenn es teuer ist. Ist wichtig. Obwohl du natürlich die X-Bögen hast. Trotzdem Luftabwehr machen ist cool. Das Ding, das ist ziemlich stark gegen Drachen, vor allem im Klankrieg. Wobei ich glaube, auf deiner Ebene werden die nicht mehr unbedingt im Klankrieg mit Only Drakes angreifen. Ansonsten kann ich dann nur zu nicht viel sagen. Auf jeden Fall finde ich die Armeelager-Armee. Oh, sogar Level 8 gibt es davon. Okay. Cool. Level 8 Armeelager. 200. Ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viele da drin waren. Level 7 ist 205 pro Dings. 240 müsste Maximum sein. Ja, logisch. Ich war gerade irgendwie ein bisschen neben der Spur. Ja, und meine Heiler sind alle fertig. Und dann kommen wir, denke ich mal, noch zu einem letzten oder vorletzten. Und zwar Dominik im Clan. Der Clan. D.E.R. Clan. So, warte mal kurz, bis es kopiert hat. Ja, da ist er. Der Clan. Und zwar ist da ein gewisser Dominik drin. Und dann schauen wir uns den nochmal an. Sollte er hier drin sein, sollte ich ihn finden. Ansonsten muss ich weitersuchen. Und hier ist er zumindest schon mal nicht drin. Aber es gibt dann noch einen Clan, der Clan heißt. Aber so wie ich glaube, ist er ja auch nicht drin, weil er hat DER groß geschrieben. Schade. Ich glaube, er ist auch nicht drin. Leute. Nicht immer Clan jumpen, das ist uncool. Schade. Ja, du kannst dir 14.176 Pokale, ich kann da ganz kurz nochmal suchen. Ja, das ist der gewesen auf jeden Fall. Ist ja aber leider nicht mehr drin. Jetzt gucke ich zum dritten Mal nach. Nicht, dass ich irgendwas vergessen haben sollte. Aber nein, ist nicht drin. Dominik, du kannst gerne in die Kommentare deinen neuen Clan schreiben. Dann bewerte ich dich, soweit ich das weiß, in der nächsten Aufnahme. Und kommen wir noch zum nächsten Clan. Limit X hieß der, glaube ich. Kopieren gerade. Und da ist ein Heinz Sword irgendwo drin. Hoffe ich mal. Ansonsten ist das schon wieder doof. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass er hier drin ist. Ach, kommt schon, ist so ein Scherz. Döner. Döner, wie kann man sich Döner nennen? Okay, aber Heinz Wort ist ja leider nicht mehr drin. Schade. Heinz Wort, auch du gerne in die Kommentare, da bist du herzlich willkommen. Vielleicht hast du dich ja mittlerweile auch schon gemeldet gehabt, aber ich weiß es nicht. Die Kommentare habe ich heute noch nachgeguckt gehabt. Bist also auch im Clan. Dann gucken wir beim letzten jetzt noch Finn im Clan. Incognito. Incognito ist ja so Incognito, also ein bisschen undercover. Aber er hat jetzt Incognito mit COC vermischt. Ja, wirklich sehr kreativ. Und da ist der Finn drin, hoffentlich. Oder die Finn. Da haben wir ihn sogar. Wie dieses eine, aber der man nicht Clan jumpt. Cool. Oh, 442 Millionen Gold gefarmt. Nicht übel, 612 Hindernisse. Auf Level 89. Und ja, seine Basis sieht sehr gut aus. Also auf jeden Fall schon überall Level 8 Mauern. Er baut schon langsam Level 9 Mauern hier. Armeelager Level 7. Seine Barbaren sind Level 6, soweit ich das weiß. Und seine Lager werden zumindest schon mal alle von einem Magetum verteidigt. Ja, hier könnte man natürlich durchaus mit Gobos abkrallen, die Elixierlage. Ich glaube, so viel bringt das nicht. Bis dahin sind die höchstwahrscheinlich eh schon wieder tot. Weil Goblins halten ja nicht so viel durch. Auf jeden Fall sollte man die angreifen, dann hat er 4 Millionen Elixier, was er anscheinend nicht braucht. Okay. 4 Kasernen auf Stufe 10, eine Rathaus Level 9. Ja, so ein bisschen das Base-Design sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist ein bisschen abgeschottet, hier, dann hier hinten noch ein bisschen, da sind wahrscheinlich Traps drin und hier nochmal. Ach so, hier sind wahrscheinlich Testers drin. Hier und hier und hier, denke ich mal. Dass die Gegner es dann nicht ganz so leicht haben, die Ressourcen zu klauen.
Aber wie gesagt, das Design gefällt, es spricht zumindest mich nicht unbedingt an. Du hast sogar 2, 3, 4, 5 Bauhütten und alles in der Nutzung, das ist krass. Aber du farmst doch recht aktiv. Aber, ja, farmst doch recht aktiv, finde ich gut. Und, ja, Bohrerfüllungselixier Level 4, ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt ausbauen kann auf deiner Stufe. Ich hoffe es mal. Weil auf Stufe 10 bezweifle ich, dass man 2 Stufen hoch upgraden kann, aber Level 6 ist ja Maximum. Und ja, da würde mich das schon sehr wundern. Aber ich lasse mich überraschen. Hier sind X-Bögen noch. Einer, zwei sind hier drin. Einer wird ausgebaut. Vielleicht könnte man durchaus den Barbaren, könnte ich sogar hier mit reinnehmen, damit das ein bisschen symmetrisch wird. Sonst sieht das ein bisschen kacke aus, muss ich sagen. Kannst ja machen, weil der eine X-Bogen steht ja auch hier. Der andere steht hier. Und vielleicht hast du ihn näher reingenommen, damit die Verteidigung hier hinten noch ein bisschen stattfindet. Das kann auch sein. Bei der Zeit während der Ausdauer. Und ansonsten muss ich sagen, den Dorf gefällt mir sehr, sehr gut. Zumindest vom Ausbau her ist es sehr, sehr weit. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Darks Dorfbewertungen. Wenn ihr bewertet werden wollt, dann gerne einen Kommentar in die einen Kommentar schreiben mit eurem Ingame-Namen, Clan-Namen, Clan-Pokalen, Clan-Member und dann einfach abwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Bye, bye.